Heißhiller, der Saisonhöhepunkt mit der WM in Val di Fiemme steht kurz bevor. Wenn Sie noch mal ein Fazit über die bisherige Saison ziehen sollen, wie fällt das aus? Ja, also ich komme immer ein bisschen schwer in die Saison rein, aber das ist eigentlich bei mir ganz normal. Haben wir dann eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf immer steigern können. Der erste Höhepunkt für mich war natürlich die Tour de Ski. Da habe ich eigentlich mein Ziel schon erreicht mit Top-10-Platzierung. Und ja, jetzt ging es dann auch gleich so weiter mit Sochi, wo ich dann auch Fünfte geworden bin im Pursuit. Und die Nicole Dritte, da haben wir ein super Mannschaftsergebnis gebracht. Und ja, jetzt war ich ein bisschen krank. 2 Tage musste ich pausieren, aber jetzt geht es schon wieder ganz gut und ja, freue mich jetzt auf die WM. Sie haben es gerade schon angesprochen, Platz 10 bei der Tour de Ski und auch Platz 5 in Sochi. Das heißt, in der erweiterten Weltspitze können Sie ein Wörtchen mitreden. Wie wichtig ist das für das Selbstvertrauen kurz vor so einem Großereignis? Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Klar, für mich war das Ziel, also auch schon im Vorfeld unter die 10 zu laufen im Weltcup. Das ist die ist ja ziemlich schwierig, weil die Weltspitze rückt immer näher zusammen. Aber wenn alles passt, wenn der Ski passt, wenn die Form passt, dann kann man auf jeden Fall eine Einstiegsplatzierung immer erreichen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren ein bisschen krank. Wie haben Sie sich denn dann vorbereitet, sportlich und auch mental jetzt nochmal auf die WM? Hat das eine Rolle gespielt? Ja, also nach Sochi konnte ich eigentlich noch ganz normal ins Training einsteigen. Dann nach so 4-5 Tagen zu Hause bekam ich dann leichte Halsschmerzen, aber das hat mich jetzt nicht großartig behindert. Also ich habe jetzt einfach mal 2 Tage pausiert und bin dann auch wieder ganz normal ins Training eingestiegen. Also es war jetzt nicht großartig krank. Bei der Tour de Ski ist man in Val di Fiemme ja immer auch unterwegs. Wie liegen Ihnen denn die Strecken? Ja, also in Val di Fiemme, da erinnere ich mich gerne zurück immer. Das sind super Strecken, also sie liegen mir. Das sind eigentlich auch eine meiner Lieblingsstrecken. Ja, und habe immer gute Resultate eigentlich gebracht dort. Und ja, ich freue mich jetzt richtig auf die Weltmeisterschaften. Wird bestimmt eine gute Stimmung dort auch werden. Und auf welches Rennen freuen Sie sich am meisten? Was ist Ihre Lieblingsdisziplin? Ja, auf jeden Fall die Massenstartwettkämpfe. Da freue ich mich schon ganz besonders. Und auf die 10 Kilometer Skating, wo ich auch mein Hauptaugenmerk dann auch liegt. Und mit der Staffel natürlich wollen wir auch für die Medaillen kämpfen. Schauen wir mal, ob das klappt. Was haben Sie sich denn so vorgenommen? Sie sagen jetzt um die Medaillen kämpfen. Worüber würden Sie sich sehr freuen und mit welchen Ergebnissen im Einzel wie im Team oder der Staffel wären Sie zufrieden? Ja, natürlich. Also bei der Staffel möchten wir natürlich um eine Medaille mitkämpfen. Das wird zwar ziemlich schwierig, aber wenn jeder seine Topform an diesem Tag bringt, dann haben wir bestimmt eine Chance. Und ja, im Einzel, da wird schon ziemlich schwer, um eine Medaille mitzulaufen. Also eine Einstiegsplatzierung wäre super. Top 15 wäre okay.